Leute, es gibt endlich mal wieder gute Nachrichten in Sachen Apex Legends. Leider nichts in Sachen Matchmaking, Ranked oder sonst was, aber es betrifft den Inhalt von Season 18, das Halloween-Event im Allgemeinen für alle Fans von World's Edge der ersten Stunde Season 3. Wir werden World's Edge After Dark im Halloween-Event spielen können. Und Respawn selber hat sogar geteasert. Es hat wahrscheinlich kaum bis keiner mitbekommen. Achtung, wir haben gerade in Apex Legends einen Sonder-Wolf-Moon oder Blood-Moon-Sale nennt sich's, nicht Wolf-Moon-Sale-Event. Die Skins sind allesamt aller erste Sahne. Horizon, Loba, Wraith. Wer Bock hat, mal reinzugucken, guckt einfach mal in den Store. Ich zeige das jetzt hier nicht. Aber dieses, ich sage mal, Werbebild für dieses Blood Moon Sale Event zeigt unten rechts das Original World's Edge After Dark und damit hat insgeheim so ein bisschen durch die Blume Respawn geteasert und auch Dataminer sind sich einig, dass wir zum Halloween-Event Anfang Oktober müsste es ungefähr soweit sein, kommt das Halloween-Event wahrscheinlich wieder für 2 Wochen. Ich gehe davon aus, wieder der Standard Battle Royale Modus, vielleicht ein bisschen verändert, abgewandelt wäre ganz geil, weil mittlerweile streiten sich da auch die Geister jedes Jahr dasselbe Event zur selben Zeit. Ich feiere das Halloween-Event, ein bisschen Abwechslung da wäre auch nicht schlecht. Ich würde es aber zum Beispiel traurig finden, wenn zum Beispiel das Holobash-Event rund um Weihnachten komplett über den Haufen geschmissen werden würde, weil das ist was ich als feste Konstante in Apex Legends feiern würde. Und ich feiere es auf jeden Fall, dass zum Halloween-Event endlich mal World's Edge am Start ist mit der Originalfassung. Wer daran zweifelt, Achtung, Kings Canyon war ebenfalls immer in der Originalfassung im Halloween-Event, also stand Season 0 ohne irgendwelche Veränderungen, nicht mal der Spot rund um Octane war da schon verändert. Also, das wird eine richtig fette Sache, darauf freue ich mich. Also, Anfang Oktober ist es soweit, sobald es mehr Details dazu gibt, sage ich euch nochmal Bescheid, ob sich an den Eventarten, an den Modi irgendwas ändert, bin ich mir nicht sicher, werden wir sehen, aber ich freue mich, dass ich euch endlich mal wieder gute Nachrichten zuführen kann, was Apex Legends betrifft, auch wenn das vielleicht nicht jeden abholt. Müssen wir abwarten. Ich freue mich jedenfalls eher auf Season 19 als auf alles andere. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.